Der Tobi mit dem vollintegrierten von Challenger. Das habe ich noch nicht gehabt und warum ich immer noch lache seit zwei Folgen. Jetzt kamen noch zwei Herren vorbei, die haben mich nach dem Kamera-Gimbal gefragt, nach dem Osmo, und ob ich es wieder kaufen würde und ob es geil ist, sage ich ja. Sofort, und der Preis ist gerechtfertigt. Ganz im Gegenteil, ich habe mich so verliebt in das Ding, dass ich sogar mehr bezahlen würde, weil das Teil des Erfolgs ist und mit dem Samsung S8 endlich die perfekte Kamerakombi gefunden, wie ihr sehen könnt. Gestern auch auf The Caterer Video. Das ist der Caterer, ich wiederhole es nochmal, bitte angucken. Ja, nochmal schönen guten Morgen. Und kamen, wie gesagt, gerade die zwei Herren von der Consors Finance vorbei, die früher die Commerzfinanz war, und es hat sich der Name geändert und die Sakkos haben sich nicht geändert, die Namensschilder. Und die haben immer Mohrenköpfe verteilt, schon bei der Commerzfinanz. Und die gibt es jetzt auch wieder und mir klebt noch der ganze Mund gerade vom Consors Finance Mohrenkopf. Frühessen. Also, der Sirius 3167GA, um den geht's. Da gehen wir rein. Die ganzen Vorzüge von Challenger etc. habe ich euch ja schon mehrfach gezeigt und gesagt. Ich filme es nochmal kurz ab. Wir haben hier alte Heizung, 7 Jahre Dichtigkeitsgarantie, Alco-Chassis. Der Sirius. Der ist 7,40 Meter lang. Plus, minus. Hallo, guten Morgen. Große Heckgarage. Ihr hört auch die Camper Moni lachen. Das ist schön, dass die auch schon auf Sendung ist heute früh. Das passt doch perfekt zusammen. 1,14 Meter Lademaß, tiefe Ladekante. Schön gemacht. Super. Also das erste Mal mit den Zuschauern in einen Challenger Sirius. Hier, bitteschön. Da ist er. Ja. So erkennt man den Challenger wieder. Das ist der moderne Look. Das ist das Modell 218. Großzügige Küche. Tolle Armatur. Gehe ich gleich mal mit euch rein. Zeige ich mal hier die Spülenarmatur. Das ist ja mal hübsch gemacht. Also das ist wirklich eine stabile, solide Ausführung und designtechnisch weniger ist mehr. Klasse. Hier schön Überblick. Natürlich wie immer für alle, die es noch nicht wissen, Fahrersitze sind die Nebenreisemobil drehbar. Also im Wenigen. Also vielleicht einmal am Alkoven nicht. Spiegel am Eingang, Voll-LED, mega Kühlschrank, mein Lieblingskühlschrank. Ich glaube, ich habe 300 Folgen in diesem Kühlschrank erwähnt, müssen wir jetzt nicht mehr extra machen. Und hinten eben Einzelbetten mit 90 cm und einer kleinen Ritze dazwischen, die man noch füllen kann. Schönes Bad, schöne Toilette, beziehungsweise schöne Dusche und schöne Toilette, viele Lichtschalter, viele Steckdosen. Und hier ist es lustig. Ich habe, ja, jetzt fällt es mir gerade auf. Also zum einen diese schöne Waschbecken, aber dass es hier eigentlich gegenüber der Norm seitenverkehrt ist. Sie finden in den meisten Fahrzeugen integrierten, wenn sie 7,40 Meter sind mit der Zweiraumlösung, hier kann man ja auch eine Schiebetür zumachen, die ist jetzt noch verankert, dann finden sie das genau spiegelverkehrt. Also dann ist das Klo hier. Aber auch okay. Es ist im Endeffekt Wurst. Es kommt darauf an, was man halt dann für Compartments, also für Ladeflächen erzielt etc. Aber ansonsten ist es ein und dasselbe. Hier hat man natürlich eine Stufe, auch mit der Nachtbeleuchtung, die jetzt nicht an ist, dass man nicht drüber fällt. Das muss man dann in Kauf nehmen. Ebenerdig ist auch nett, aber geht auch mit Stufe. Die ist ja schön mitten im Weg, nicht irgendwo so eine Stolperstufe. Und ansonsten, ja, ist das eigentlich gut. Die gibt es auf Fiat natürlich. Und schöner Wagen. Das Heck möchte ich noch mal kurz anschauen. 72,97 ist, glaube ich, der Grundpreis. Wir haben hinten die Klappe, die Ladeklappe. Gehen wir nochmal rauf, gehen wir nochmal ran. Rahmenfenster. Schön, schöne Optik. Ja, wie gesagt, live gestanden am Challenger-Stand. Und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir wieder mal nach dem Sattat. Der hat sich irgendwo versteckt oder verkrochen und der will mir noch ein paar Autos zeigen. Und wir sehen uns gleich wieder vom Caravan Salon 2017 in Düsseldorf. Der Camper Tobi freut sich auf den nächsten Dreh. Ich wünsche euch was. Schönen Tag, bleibt gesund und kommt weiter.